Jo Leute, was geht? Freunde, schaut euch niemals Phase 5 und Phase 6 von Incredibox Sprunky an. Ganz genau, Freunde. Euch hat das Video letztens gefallen mit Phase 3. Euch hat das Video mit Phase 4 sehr gefallen. Und wisst ihr was? Heute gibt es Phase 5 und 6 auf dem Kanal von Superclub. All Phases in Incredibox Sprunky. Phase 1 versus Phase 2 versus Phase 3 versus Phase 4 versus Phase 5 versus Phase 6. Sagt das Ganze dreimal am Stück, ohne euch zu versprechen, und ihr kriegt meinen Respekt. Wir schauen rein, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo die Facecam platziert werden soll. Ich würde sagen, wir machen sie einfach mal nach oben links rein. Da ist der Incredibox Sprunky, den ihr alle kennt. Deswegen würde ich sagen, let's go, Leute. Okay. Wir haben erstmal den ganz normalen, ja. Wir schauen nicht durch alle nochmal doppelt, dreifach rein. Keine Sorge, Leute. Wir gucken uns danach nur noch die neuen an. Oder den ersten. Das ist Phase 2. Okay. Dann würde ich sagen, skippen wir auf jeden Fall mal direkt zum nächsten. Moment mal kurz. Wartet mal. Hat er gerade in Phase 3 nur eine andere Optik und der Sound ist der gleiche? Das ist nicht Phase 3. Das ist Phase 3. Und das ist Phase 4. Das ist Fake Phase 3. Das ist Fake. Aber der letzte ist krass, oder? Okay, dann kommt jetzt der andere. So. Ja. Okay, der ist... Ja, das ist Phase 4, ja. Das ist das richtige Phase 4, ja, nicht Phase 5, das ist Phase 4. Das, was wir da gesehen haben, sieht nicht nach Phase 2, 3 aus. Das ist Fake. Okay, aber auf Phase 6 bin ich gespannt. So. Klingt nicht schlecht, klingt nicht schlecht. Das klingt gar nicht schlecht. So, dann haben wir den normalen Beat. Der haben wir als nächstes. So, und den nächsten. Okay, Leute. So. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt Folgendes machen. Aber wir machen es doch nicht. Der obere wird jetzt geskippt. Wobei, nein, wir skippen den zweiten und gehen direkt zum dritten, weil die haben den gleichen Sound. Die haben einfach den gleichen Sound. Das geht nicht. Das kann man nicht bringen. Man muss einen anderen Sound haben. Boah, aber auf Phase 6 bin ich mal gespannt. Das sieht heftig aus. Next. So, diese Trommel. Diese... Oh. Oh, das ist Pain. Skippen wir direkt rüber. Ey! High School Musical oder was? Was geht auf einmal ab? Wir machen direkt Rockband. Also die ersten drei machen nur die Schlagzeuginstrumente aus. Okay. Skippen wir zu dem. Der sieht aber... Der sieht sehr komisch aus. Sehr sus. Super sus. Phase 4 ist ganz cool. Also Phase 3 eigentlich. Sagen wir jetzt mal... Wisst ihr was? Wir nehmen das Wort Phase 6 heute nicht mehr in den Mund. Wir sagen, das ist auch Phase 2, nur mit einer anderen Optik. Das ist Phase 3. Das ist Phase 4 und das ist Phase 5. Okay, Phase 4 ist gut. Mag ich. Und jetzt, Achtung. Let's go. Jetzt kommt die nächste Phase. Komm schon. Komm. Oh, wir haben sehr viele starke Kandidaten. Wir können dadurch sehr krasse Beats machen. Also da kann man wirklich was Heftiges bauen. Okay, next. Ja, der Roboter macht keinen Sinn. Weil in keiner Phase 3, welche hier Phase 3 sein soll, ist der Roboter kaputt. Außer in der. Weißt du was? Wir skippen die komplett gleich. Wir skippen die beiden einfach. Wir kennen die Sounds. Next. Es ist laut, es ist laut. Das ist der Oberrechte. Den fühle ich extrem. Komm, jetzt Phase 5. Komm schon. Phase 5. Na los.
Wisst ihr, wie das klingt? Ich will es nicht sagen, aber kennt ihr das, wenn ihr auf Toilette seid? Und ihr geht kacken. Aber da kommen, anstatt ein großer Haufen, kommen da sehr, sehr, sehr viele kleine raus. So kugelförmig. Und dann macht es diesen Sound. Achtung! Es macht genau diesen Sound! Genau diesen Sound! Wenn es ins Wasser platscht. Junge, ich kann nicht mehr. Oh. Okay. Next! Was ist das? Oh ja, stimmt, der war das. Oh, Phase 4 ist lächerlich. Aber jetzt auf Phase 5 bin ich gespannt. Leute, was war das? Alter, man kriegt ja Angst vor denen. Als wären das die Bloater aus The Last of Us. So riesig und gruselig. Das ist ein ganz cooler Beat. Dann der nächste war auch gut. Der war ganz gut. Ist sehr viel langsamer, glaube ich. Aber ist ganz cool. So, dann haben wir den. Mag ich nicht. Ja, also Phase 3. Den mag ich schon ein bisschen mehr. Aber jetzt bin ich gespannt auf Phase 5. Was haben wir da? Okay, komm. Jetzt. Okay, ey. Ich weiß nicht, warum die die nur so kurz spielen lassen. Ja, die anderen Phasen nehmen sich sehr viel Zeit. Und der hier wird nur für 5 Sekunden gezeigt. Lass doch mal das wirken. Das ist cool. Ich mag Phase 5 ist das, was Phase 2 sein wollte. Oder Phase 3 sein wollte. Ja. Nämlich richtig heftig. Aber sehr auffällige Sounds. Der ist natürlich sehr geil. Ja, die sind auch alle gleich. Der atmet nur. So Darth Vader-Style. Nicht so meins. Ich hab den aus jeder Version rausgenommen. Der ist noch creepy. Der klopft. Mensch, mussten die Nachbarn schon wieder die Badezimmerwand reparieren? Und müssen die jetzt schon wieder die Küche reparieren? Das klingt ja genauso wie Phase 4. Okay, den kennen wir. Next. Das war geil. Das war sehr, sehr nice. Sehr schön. So gute Nachtgeschichten mäßig, ja? Der Roboter macht ja gar keinen Sinn. Der hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Ah. Der hat's alles falsch gemacht, wobei ein Sound ganz cool. So, der. Es baut sowas auf, aber es passiert nichts. Jetzt kommt Phase 5. 3, 2, 1 und. Das klingt so, als würde mich jemand anrufen. Das klingt so hier. Aber kennt ihr diese Leute, die einen ultra-aggressiven Klingelton haben? Kennt ihr diese Leute? So. Ach! Ruf mein Telefon wieder an! Hallo? Ja. Schon wieder Beschwerde vom Nachbar, weil der Klingelton Albträume macht? Tja, tut mir leid. Ich werde den noch lauter machen nächstes Mal. So. Die waren alle schlimm. Der war nicht geil, der war echt komisch. Ja. Der hier einfach nur Geklapper. Der hier, der hat nichts zu tun mit all denen, die davor waren. Jetzt aber Phase 5. Überrasch mich. Überrasch mich. Oh mein Gott, der Nachbar ist mit dem Bohrer. Der Nachbar bohrt. Junge, der Nachbar bohrt schon wieder ein Loch in die Wand. Erst hämmert der, jetzt bohrt der auch noch. Mann. Und dann hat er noch diesen nervigen Klingelton.
Ich sag mal so, Phase 5 hat mich am Anfang überzeugt, aber jetzt die letzten drei Sprunkies, die wir Phase 5 gehört haben, nicht so nice. Okay, den kennen wir. Next. Ich finde den richtig gut. Der ist super. Von der Bewertung her muss ich sagen, der passt richtig gut rein in Phase 2. Phase 3. Da kommt Abbruch. Hamburg, Abbruch. Na hey, Mercedes, navigiere mich nach Hamburg. Abbruch. Das ist Factory Reset. Ja, das ist Systemwiederherstellung. Er weiß nicht, was er sein wollte. Er will zu den OG-Wurzeln zurückkehren. Okay, Mann, warum spielst du denn nicht mal einen ganzen Rhythmusschleifer ab? Warum spielt ihr denn bei der Phase 5 nur die halbe Rhythmusschleife oder zwei Drittel? Ja, lass mich doch wenigstens zweimal den Beat fühlen. Bei jedem anderen hörst du den Beat zweimal. Ich gebe euch ein Beispiel. Hier haben wir den einen. Ja, wir haben den hier. Achtung, ich sag euch genau, was ich meine. Sag ich euch jetzt am Live-Beispiel, okay? Und dann werdet ihr euch genauso aufregen wie ich. Okay, so, passt mal auf. So, let's go. 3, 4. Okay, 1, 2, 3 und 4. So, naja, den haben sie auch nicht komplett gemacht. Versteht ihr? Lass doch den vierten ausspielen und dann, also du wiederholst es zweimal und dann zack, nicht mitten bei der 3 beenden. Hier sage ich euch, pass mal auf, wir haben den Beat so. 1, 2, 3, 4. Warte, 1. Guck mal, wir fangen die 1 an und es bricht ab. Wir sind gerade dabei, den Beat zu wiederholen. Ich fange an zu viben. Und der Beat hört auf. Der baitet mich. Spielt es doch zweimal ab, Mann. Das ist die beste Phase und ihr macht so einen Müll. Jetzt, ich sag euch, das Ganze werden die jetzt auch noch durchziehen. Hier. Seht ihr? Das geht noch weiter. So. Was habt ihr denn gemacht? Die Phase geht ja noch weiter, der hat schon abgebrochen. Hallo? Mein Video? Und hier spielt er es nochmal ab. Der war sowieso. Diese Nokia-Sounds. Der macht gar keinen Sinn. Und Wiederholung. Guck mal, wie lange der das spielt. Er hat zwei Wiederholungen. Das ist das, was ich gemeint habe. So muss es gecuttet werden. Zweimal Wiederholung, also einmal und dann das zweite Mal und zack, dann switches zum nächsten Sprunky. Jedes Mal in Phase 5 werden wir aber Folgendes machen. Achtung. Okay. Der hat nicht mal den ganzen Beat. Der hat nicht mal, es gab keine Wiederholung, einfach nur Sound. Das war's. Oh, Leute, auf den bin ich gespannt. Aber Phase 4 hat richtig geguckt. So, der hat die krasseste Entwicklung gemacht. Der ist wie... wie heißt das Pokémon nochmal? Junge, Karpador entwickelt sich zu Garados. So würde ich das sagen. Nur, dass es dann noch eine Mega-Entwicklung gibt. Und dann noch eine super krasse Entwicklung. Ja? So, Phase 3 war ein kompletter Reinfall. Aber Phase 4? Oder wolltest du gerade... Wollt ihr meine Traumata von Poppy Playtime Chapter 3 wieder auferleben? Warum sieht der aus wie Catnap? Und warum klingt der so wie Catnap Soundeffekt hat? Also dieses Poppy Playtime. Nein. Nein! Nein! Da bin ich froh, dass das nicht wiederholt wurde.
Den mag ich. Den mag ich auch. So. So. Ich find's lustig, dass in Phase 5 der Baum gefällt wurde. In Phase 3, in Fake-Phase 3, sind die Blätter runtergefallen. Und in einer Phase 5 haben die den gefällt. Okay. Weg, weiter. Let's go, Junge! Das ist der krasseste! Spiel den noch komplett ab, du Kleiner! Spiel den Beat zu Ende! Ich will die ganze Phase kennenlernen und er bricht nach dem dritten... Wie nennt man das? Vier Takte hat eine Sequenz, hat vier Takte und davon sind wir gerade beim dritten. Ich hab's verlernt, Leute. Ich hab's verlernt. Ich muss wieder zum Musikunterricht, damit ich weiß, wie das funktioniert, weil Klavierspieler war. Mann, das nervt, ey. Es nervt so wirklich. Ein Takt hat vier Schläge oder so. Und wir sind beim dritten Schlag. Ist das nicht... Wirklich, ich will mir den Beat zu Ende anhören. Das klingt wie eine Mischung aus Windows XP Fehler-Soundeffekten, ja. Also das ist so. Klingt wie diese, kennt ihr wie diesen Windows XP, Warning Sound, ja. Kennt ihr diese Sounds? Achtung, war das das? Ja, das, Achtung, warte, jetzt pass auf, nein, nicht das, so. Warte. Dieses Ding, dieses kurze Teil. So. Weiter. Der ist sick. Sigma. Sigma. Der ist... Er ist wieder zurück in die Grundschule gegangen. Das ist der oben rechts. Der ist von Grundschule zu Vorgrundschule, Kindergarten ist er gegangen, ja. So, wo ist Phase 5 jetzt? Ich bin gespannt auf Phase 5. Okay. Oh, Leute. Bitte wiederhol den Beat. Er hat ihn wenigstens einmal durchgespielt. Aber, naja. So, weiter. Dann haben wir den hier. Next. Der ist sehr traurig. Next. Ich bin jetzt nur noch auf Phase 5 gespannt. Der Rest, den kennen wir ja schon. Hallo. Oh. Junge, ich habe mich gerade erschrocken, als ich mir den hier reingezogen habe. Was ist das für ein Gesicht? Alter. So. Das ist der krasse. Dieser Sound war auch der originale, wo ich mich dann gedacht habe, so, hey, was ist Incredibox? Willst du noch mein erstes Video? Was ist Incredibox? Verfolgt mich in 360 Grad. Dann haben wir diesen Song gehört. Und ich dachte mir, okay, interessant. Was baut man daraus? So, Phase 3 ist... Wisst ihr was? Die haben das erste Mal eine richtige Phase 3 mit neuem Sound. Sozusagen. Ja. Interessant. Okay, weiter. Nein! Das ist einfach ein Rauschen. Was war das? Oh. Das ist schon wieder dieser bellende Katze. Hey! Der macht kein Hey, der macht Wuff! Bell! Bell! Leute, wir machen den krassesten Beat draus. So, weiter.
Weg damit! Kann man benutzen? Jetzt dein Einsatz, Phase 5. 3, 2, 1 und... Wir haben sehr viele Ambient Sounds. Warum ist das... Das ist eine Beat-Katze, ja? Warum von Beat auf Vocals? Also warum auf Melodie? I don't know. Komische Entscheidung. Der ist nice. Weiter. Sehr traurig. 50er Jahre Party. Auf erste Mal Keyboard gelernt. Dann 3 Minuten Keyboard verwendet. Okay, weiter. Wie viele haben wir noch? Oh, sorry, ich habe mich gerade letztens beschwert, dass wir keine Melodie, dass wir zu viele Melodien haben. Jetzt gibt ihr mir keine Melodie mehr, jetzt gibt ihr mir einfach nur noch Schrecken. Okay, bitte enttäusch mich nicht. So. So. Okay, Phase 4 und jetzt gleich Phase 5. Achtung Leute, das ist der letzte. Das ist der letzte. Zeigt ihr den überhaupt noch? Warum beendet ihr das Video nach... Ihr gebt ihm nicht mal 4 Sekunden. Und wisst ihr was? Ich gebe euch nicht mal 4 Sekunden zum Outro. Haut rein, ciao!